Und da ist Deadmau5. Das ist ein Tribute to Deadmau5 hier oben. Dead Goat. Press R to party. Was für ein Quatsch. Hier ist ein Schiff. Darf man damit fahren? Nein, schade. Juhu! Na toll. Das hat ja gut funktioniert. Oder kann man die da oben reinwerfen? Ich versuche mal da hochzuklettern. Ne, hier ist nichts. Schade. Au! Ah, die greifen mich ja an. Und der hat nach seiner Mami geschrien. Hier, in Zeitlupe. Ein majestätisches Wesen fliegt durch die Lüfte. Guck mal! Und jetzt können wir hier Flippy Goat spielen. Oh nein. Oh nein. Und hier können wir auch nochmal Faxen mit dem Laufband machen. Das hört sich schrecklich an, bringt aber relativ viele Punkte. Das ist so ein gestörter Mist hier. Guck mal, ich reite eine Mumie. Das ist wie mit dem Fahrrad, bloß dass es besser klappt. Kann man mit dem Obelisken hier was machen? Nein, man kann da nur gegenhauen. Das ist aber doof. Headbutt, oh my god. Guck mal, eine Mumie greift einen Dinosaurier an. Gibt es auch nur in sehr wenigen Filmen. Ich kenne keinen. Die gucken mich alle an. Was wollt ihr? Gib mir Essen. Oder brennt. Das ist mir egal. Macht irgendwas. Hallo. Ich habe euch ein paar Kisten mitgebracht. Nett von mir, oder? Hier, finde ich auch. Guck mal, der hat eine Krücke und hier ist Fleisch. Das ist bestimmt Ziegenfleisch. Ihr Monster. Ihr könnt doch nicht einfach Ziegenfleisch fressen hier. Und offensichtlich explodiert alles, sobald ich es berühre. Und zwar heftig. Nein? Boah, ich kann die hier in die Luft schießen, oder was? Wenn ich den dann noch so ein bisschen drauf schuppe? Ist er jetzt weggeflogen? Da oben ist er! Hui. Und dann? Vollgas! Hui. Oh, es hat nicht geklappt. Schade. Ja, uhu. Hast du noch nicht genug hier? Dann leck ich dich einfach an und mach dich zur Bombe. Hihi, tschüss. Achtung, Achtung. Ich hab den Wal geleckt. Das läuft dann heute Abend auch in den in der Tagesschau, wollte ich sagen. Boah. Was ist hier? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Ups. Was mag sich denn wohl in einer Kanalisation verstecken? Guck mal, die Ninja Turtles! Donatello, Raffaello und Michelangelo und wie heißt denn der andere noch? Jetzt habe ich den anderen Namen vergessen. Guck mal, wie gut ich Fahrrad fahren kann plötzlich. Boah. Mr. Soldberg! Krap, krap, krap. Die Frage ist nur, wie komme ich nach Hause?